Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Die besinnliche Stunde. Heutiges Thema: Angst und ihre Überwindung. Und wenn ich von Angst spreche, dann meine ich natürlich auch Panik oder Panikattacken, die einen manchmal aus dem Nichts überfallen. Und man findet gar keinen Grund und man geht zum Therapeuten. Und 99% aller Therapeuten verschlimmern das Ganze noch, anstatt es zu verbessern oder die Angst oder helfen, die Angst zu überwinden, ja? Einige unsinnige Beispiele will ich hier mal nennen. Jemand hat Flugangst, da sagt der Therapeut, komm, dann fliegen wir halt. Ich habe noch nie erlebt, dass einer dadurch Flugangst überwunden hat. Die Statistiken zeigen, dass das geht gar nicht. Denn es geht ja gar nicht darum, dass der nun startet und dann sicher landet. Das ist gar nicht das Problem. Sondern es geht um die Angst während des Fluges auch. Da braucht die Maschine nur mal ein bisschen abzusacken, da kriegt er schon einen halben Herzinfarkt, ja? Und wenn man dann gelandet ist, sagt der Therapeut, siehst du, nichts passiert. Aber das ist nicht die Lösung des Problems. Weil für einen Augenblick mag diese spezielle Form von Panik und Attacke oder von Angst verschwinden. Sie kehrt aber wieder. Und wieder verdient der Therapeut. Die meisten Therapeuten sind Blinde, die die Blinden leiten. Ja, das geht so nicht, meine Lieben. Darum, glaube ich, ist das heute mal hier ein ganz wichtiger Vortrag. Vor allem für unsere lieben Menschen, die unter Panikattacken leiden, unter Angst. Und für die Therapeuten, die bisher nur sich selbst Gutes getan haben, indem sie also Geld genommen haben von diesen armen Menschen und es kam keine Besserung. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Ein anderes Problem sind diese Kindesmissbrauchstherapeuten. Zu denen werden also Kinder geschickt und die Eltern sagen dann, können Sie meinem Kind helfen, der wurde missbraucht vom Priester oder vom Lehrer und so weiter. Dann nimmt der Therapeut das Kind, manchmal hypnotisiert er es oder manchmal führt er es zurück und suggeriert dem Kind Erinnerungen und das Kind nickt dann, die eigentlich gar nicht da waren, was gar nicht passiert ist. Und so weiter und so weiter und so weiter, meine Lieben, ja? Bitte, falls ihr einen Therapeuten kennt, leitet dies an ihn oder an sie weiter, ja? Angst per se ist nichts Schlimmes. Mike Tyson, der gefährlichste Boxer der Welt, hatte vor jedem Kampf Angst. Er hat geweint. Warum hat er geweint? Na, weil er Angst hatte zu verlieren. Schaut euch mal hier diesen Ausschnitt von einem Video an, meine Lieben. He needs love, he needs a boost, you know, he needs confidence, somebody to be there with him. Look, 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 just relax, Michael, relax, just relax. Relax, just relax. Relax. Yeah, but just relax. Just relax. I know we first started. Yeah, well, just relax. Don't get so tense. Relax. All of this is another boxing match. You've done it already 20 times. You've done it in the gym with better fighters than you're ever gonna fight here. I mean, it's always hard, but I mean, you know, you always should have confidence because it always comes out on your side. You're always better than everyone you get in there with, right? So just relax, don't let your imagination get you. Let's go get ready for a fight, come on. Der zittert am ganzen Körper, meine Lieben. Der hat also Angst, meine Lieben. Angst davor zu verlieren. Nun könnte man sagen, schau mal, der hat seine Angst überwunden, indem er einfach gekämpft hat. Indem er das, wovor er Angst hatte, getan hat. Zu kämpfen. Und hat gesiegt, meistens. Wer so denkt, der schaut eben nicht über den Tellerrand. Denn hat ihm das was geholfen, diese Therapie, das zu tun, wovor er Angst hatte? Überhaupt nicht. Er landete im Knast für Jahre. Wegen Vergewaltigung und alles, war total pleite. Also das war doch wohl die falsche Therapie. Denn viele Therapeuten und Psychologen sagen, schau dir mal Mike Tyson an. Die wussten auch, dass der Angst hatte. Der hat seine Angst überwunden, indem er das tat, wovor er Angst hatte. Wenn also jemand Angst hat, unbewusst, dass er jemanden umbringt, soll er erstmal jemanden umbringen? Meine Lieben, Und meine lieben Therapeutin wacht endlich auf und lauscht diesem Vortrag. Denn zum Beispiel, wie ist denn Mike Tyson heute? Er hat aufgehört zu boxen, wurde Vegetarier, hat eine Frau und Kinder, ist dagegen wie ein zahmes Lamm. Wie hat er also wirklich überwunden? Indem er etwas anderes getan hat. Auf keinen Fall das, wovor er Angst hatte oder hat. Jetzt nicht mehr so wie früher. Man sieht ja in den späteren Videos, wie das also das ist ja ein Philosoph geworden, ja? Das heißt, man muss seine Bewusstseinsebene verändern. Und das tut man nicht, indem man die Therapeuten reich macht und immer im selben Sumpf fühlt. So klappt das nicht, meine Lieben. Bevor wir dazu kommen, was die wirkliche Ursache der Angst und der Panikattacken ist, will ich fairerweise einmal noch so die unterschiedlichen Therapien, die angeboten werden, euch vorstellen und zitieren, ja? Also dann beginnen wir mal mit der Panikattacke, oder Panikstörung, sagen wir mal. Denn das ist etwas, worunter mehr und mehr Menschen leiden und sie versuchen es zu verdrängen mit Alkohol und so weiter und es gelingt nicht, ja? Und mit Therapie, es gelingt nicht, es gelingt nicht. Die Therapeuten bieten bei einer Agoraphobie nennen sie das wohl, bieten sie Folgendes an. Eine Verhaltenstherapie, also Agoraphobie, ja, die Verhaltenstherapie einer Panikstörung, die Verhaltenstherapie einer Agoraphobie, so nennen die das. Die machen eine ausführliche Anamnese. Und gemeinsam mit dem Patienten vollführen die da so ein biopsychosoziales Erklärungsmodell. Naja. Sie reflektieren, welche biologischen, psychologischen oder sozialen Faktoren zur Entstehung der Panikstörung beitrugen. Gut. Und dann integrieren sie Faktoren. Zum Beispiel vorausgehende, die Entstehung der Erkrankung begünstigende Faktoren, zum Beispiel Erlebnisse in Kindheit und Jugend, erinnerter Erziehungsstil, traumatische Ereignisse und so weiter. Dann haben die noch auslösende Faktoren, besonders stressbelastete Lebensabschnitte. Ja? Und dann haben sie aufrechterhaltende Faktoren der Panikstörung, Agoraphobie. Ja? Das ist also sozusagen, so gehen die erstmal das Problem an. Zum Beispiel, jemand traut sich nicht aus dem Haus. Da sagt der Therapeut, weil dieser jemand hat vielleicht Angst, überfahren zu werden. Oder er sieht Menschen oder er kommt mit der Situation nicht klar. Er hat Angst überhaupt vor dieser Umgebung und deshalb bleibt er in seiner Wohnung. Da sagt der Therapeut, pass mal auf, draußen ist das gar nicht so gefährlich. Ich werde dir jetzt mal ein Erfolgserlebnis geben. Wir gehen mal kurz vors Haus und dann gehen wir wieder zurück. Und da passiert dir nichts. Erstmal ist das vermessen, sowas zu denken oder zu sagen. Denn es kann sein, dass sie aus dem Haus geht, kommt jemand und reißt dir die Handtasche weg oder macht irgendetwas. Also dann klappt das, dann ist das ganze Kartenhaus bricht zusammen, ja? Nur wenn der Therapeut sagt, es passiert nichts, das heißt noch lange nicht, dass nichts passiert. Und dann ist diese Therapie erstmal zu Ende für den Patienten, das kann ich euch versichern. Klappt alles nicht, macht keinen Sinn. Und nur den Therapeuten reicher. Denn wir haben erlebt in Therapie, dass Leute, die dann draußen gehen eine Weile, oh, sagt der Therapeut, so gar nicht so schlimm. Na gut, dann gehen sie weiter. Plötzlich kommen sie am Supermarkt, sehen die Menschen und alles. Na, sagt der Therapeut, jetzt gehen wir da rein, sagt der Therapeut. Nein, das kann ich nicht mehr. Und plötzlich kommt das alles wieder auf. Jetzt sind der Therapeut und der Patient in einer Illusion gemeinsam gefangen, die schlimm ist für den Patienten und sagen wir mal gut ist, was die Einnahmen betrifft, was die Bezahlung betrifft für den Therapeuten. Und der Patient erinnert sich, dass er, na die ersten 100 Meter ging es ihm eigentlich ganz gut. Vielleicht hat der Therapeut recht, wenn er sagt, schau mal, ich gebe dir Erfolgserlebnisse, du gehst jetzt raus, dann gehen wir spazieren und dann ist alles wieder gut. Nichts ist gut, ja. Die Angst wird immer wieder kommen. Aber die Erinnerung, dass da ein gewisses Erfolgserlebnis war, macht den Therapeuten reicher und den Patienten verzweifelter. Das ist alles, so wie ich sage, freudscher Unsinn. Nehmen wir zum Beispiel Patienten, die Angst haben vor einer Herzattacke, die vielleicht mal eine Herzattacke hatten und dann in sich lauschen. Oh mein Gott, das Herz, schlägt es noch, schlägt es nicht, wird es weiterschlagen? Und sie werden von einer regelrechten Panikattacke überfallen. Jetzt sagt der Therapeut, komm, ich werde dir helfen. Mein Lieben, ich sage das nur deshalb, vor allem auch für die Therapeuten, um die Unsinnigkeit all dieser Methoden euch vor Augen zu führen und dann natürlich die der Lehre des Buchs des Lichts entsprechende Lösung des Problems. Die Therapeuten bieten eine Konfrontationstherapie an, also zum Beispiel, um mal bei dem Herzinfarkt zu bleiben. Diese Leute, die dann Angst haben, die haben eine sogenannte Herzphobie. Und infolge dieser Panikattacken vermeiden die Betroffenen körperliche Belastung. Und da entwickelt sich dann eine Panikstörung, weil die Betroffenen tatsächlich eine Art Herzinfarkt erlebten, ja? Und irgendwie in der Fantasie erleben. Und wenn irgendwelche Beschwerden kommen, wird von den Betroffenen und den Ärzten wieder das Herz verdächtigt. Und da kommt es dazu, dass eine Panikstörung lange Zeit unbemerkt bleibt und damit das Leben des Betroffenen stark beeinträchtigt. Ja. So, nun kommt der Therapeut. Kosten Hunderter pro Stunde oder ich weiß nicht wie viel. Wollen wir uns mal mit der Konfrontationstherapie befassen? Der Therapeut fragt, woher kommt die Angst? Und gleich vorne weggenommen, liebe Therapeuten, ihr geht nicht weit genug zurück. Aber gut. Die Betroffenen werden in der Konfrontationstherapie, die nennt man auch Expositionstherapie, Schritt für Schritt an die Ängste herangeführt. Naja, also im ersten Schritt wird über die Ursachen, verstärkende Faktoren, Folgen der Angst für das Leben und so weiter gesprochen. Ja? Und so behaupten die Therapeuten, eine solche, wie soll ich mal sagen, Psychoedukation ist immer der erste Schritt der Behandlung. Sie hilft Patienten, ihre Selbstwahrnehmung gerade zu rücken. Es gibt keine Selbstwahrnehmung, liebe Therapeuten. Ja, es gibt nur eine Nicht-Selbstwahrnehmung, aber lassen wir das jetzt mal. Die Therapeuten sagen, ich helfe dir, deine Angst als Angst zu identifizieren. Dazu brauche ich keinen Therapeuten, das wusste ich dann schon vorher, dass ich Angst hatte. Und sie helfen ihm, sagen sie, individuelle Ursachen zu begreifen. Und das genau klappt nicht. Deshalb sind die Therapeuten so reich. Sie sagen, nur wenn man mit einer Angstsituation konfrontiert wird, ohne ausweichen zu können, kann man erkennen, wie unbegründet die Angst in der Regel eigentlich ist. Ja, in der Regel. Das klappt doch vorne und hinten nicht. Flugangst. Und wenn es nur während des Fluges etwas klappert und rattert, dann kriegt der ja schon einen Herzinfarkt, der Flugangst hat und noch ein Herzproblem. Ja. Oder wenn einer Angst vor Spinnen hat und ich zeige ihm da ein paar Spinnen oder Fotos von Spinnen und so, das ist doch keine Behandlung. Meine Lieben, das ist Geldschneiderei. Geldschneiderei, ja? So, nun haben wir gesprochen von Patienten, die nur Angst vor einem Herzinfarkt haben oder dann bereits einen echten Herzinfarkt hatten. Da glaubt man, anders vorgehen zu müssen. Man will unterscheiden die Beschwerden beim Herzinfarkt von den Symptomen, die die Betroffenen später bei ihren Panikattacken erlebten. Und dann werden gemeinsam mit einem Arzt die Unterschiede detailliert erarbeitet. Und dann beginnt die sogenannte Expositionstherapie. Und deren Ziel ist es, das Vermeidungsverhalten abzubauen. Das ist ein gestuftes Vorgehen. Und man fängt mit Situationen an, die die Betroffenen auf der Angstskala mit 50% bewerten. Man wühlt immer wieder im Sumpf herum. Ja? Und dann sagt man meiner Ansicht nach das Schlimmste, konzentriere dich auf die Sinne statt auf die Angst. Na, da kommt ja die Angst her. Achtsamkeitsübungen. Konzentriere dich auf die Sinne. Das ist nicht die richtige Achtsamkeitsübung. Sie sollen die unmittelbare Umgebung beschreiben, Gegenstände in ihrer Tasche ertasten, progressive Muskelentspannung. Da gibt es einen, der heißt Jacobson. Nach diesem System geht das dann. Ja? Biofeedback-Methoden und so weiter, um ein besseres Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Ja, liebe Therapeuten, denkt doch mal ein bisschen weiter, da sind doch gleich zwei. Da ist derjenige, der den Körper hat, und dann der Körper. Naja, da will ich mich später dann dazu äußern. Und wieder kommen die Therapeuten mit der falschen Therapie, mit einer sogenannten Endphase der Expositionstherapie, sich seiner Angst stellen. Mike Tyson hat sich auch seiner Angst gestellt und hat dann gewonnen. Aber das ist doch nicht das Ziel. Denn die Angst war immer und hat sich nur in anderen Dingen wieder weiter verbreitet. Ja? Der Therapeut glaubt, dass die Betroffenen, bevor die Betroffenen sich der angstauslösenden Situation stellen, ihnen Hilfsmittel an die Hand geben zu müssen. Entschuldigung. Also in der therapeutischen Begleitung beginnt dann die Expositionstherapie. Man fährt zum Beispiel mit der Bahn an einen Ort, an dem es kein Krankenhaus gibt. Und wenn der Therapeut bemerkt, dass der Betroffene langsam panisch wird, und das wird er werden, geht er mit ihm Achtsamkeitsübungen durch. Ja, welche denn? Er soll Gegenstände erfüllen, die ihm mitgegeben wurden. Na wunderbar. Schlüsselbund, Figur oder sowas, das ist so die Therapie. Und diese Ablenkung soll keine Zeit lassen, sich der Panik zu überlassen. Das ist doch aber nur Verdrängung, liebe Therapeuten, die euch reich macht und den noch kränker. Ja? Und die Betroffenen sollen somit ihre Ängste kontrollieren können. Und je öfter solche Übungen durchgeführt werden, desto stabiler sollen die Patienten werden. Ich sage, sie werden immer instabiler, haben Teilerfolge kurzfristig und werden abhängig vom Therapeuten. Es ist ja so, wie jemand zum Psychiater geht oder legt sich auf die Couch. Ja, für eine Weile fühlt er sich besser, weil er loslässt und so weiter und so weiter. Nicht? Oder zum Guru geht, ja. Oh, und dann ist alles schön. Sobald er nach Hause kommt, ist das Problem wieder da. Es wartet bereits auf ihn, meine Lieben. Jetzt wollen wir hier mal die Fakten auf den Tisch legen. Und wenn es geht, lasst bitte diesen Vortrag auch eure Therapeuten hören, auch die Psychologen und Psychiater. Die machen nämlich mit ganz wenigen Ausnahmen alles nur noch schlimmer und garantieren sich damit ihre Einnahmen. Man kann nämlich auch von einem Therapeuten abhängig werden, meine Lieben. Auch von einem Psychologen, auch von einem Psychiater. So, und da gibt es spezialisierte Kliniken, die auf die Behandlung von Panikstörungen spezialisiert sind. Und ich habe noch niemanden gekannt, der dort war, oder ich habe mal diese Kliniken mal besucht, weil ich wollte mal recherchieren. Die sind alle noch genauso, haben doch dasselbe Problem wie vorher. Dasselbe. Nur, dass sie da in einer einigermaßen kontrollierten Umgebung sind. Dann werden sie sediert, bekommen Pillen und dämmern vor sich hin. Irrtum Nummer 1 der meisten Therapeuten. Sie versuchen, die Ursache des Problems in der Kindheit zu suchen. Das mag zum Teil stimmen. Aber sie vergessen dabei, dass der Mensch ein reinkarnierendes Wesen ist. Da liegen die Ursachen oft in vergangenen Existenzen. Und das Kind ist bereits mit dieser Problematik geboren. Wenn ein Mensch in Anfall von Raserei und von Wut stirbt, dann glaubst du doch nicht, dass der als friedlicher Mensch wiedergeboren wird. Also, das sind meistens diese Störungen, und die hat jeder von uns, mehr oder weniger. Das sind Dinge, die man aus dem vergangenen Leben mit rübernimmt. So. Jetzt wollen wir uns mal der Antwort auf die Frage zuwenden, was sind Ängste und Panikattacken wirklich und wie kann man sie wirksam bekämpfen, damit sie einen nicht mehr stören und im täglichen Leben beeinträchtigen. Jede Angst, die man hat, jede Angstsituation, Panikattacke und so weiter, ist hauptsächlich bedingt durch Überidentifizierung mit dem Körper. Und zwar nicht nur dieses Leben betreffend, sondern auch vergangene. Das ist die Falle, in die man tappt. Und wer sich nur mit dem Körper identifiziert, wird die Angst des Körpers erleben, früher oder später. Das genau, liebe Therapeutin, ist das Problem. Für jede Verhaltensstörung, für jede Panikattacke, und für jegliche Angst. zum Beispiel für Verlustangst. All diese Ängste, meine Lieben, sind ganz normal und die normale Reaktion dieser Menschen, das muss man denen mal zuerst sagen. Man muss ihnen sagen, ihr handelt völlig logisch. Ihr fühlt völlig logisch. Ihr habt recht, solche Angst und solche Verhaltensstörungen zu haben. Ja? Warum hat denn jemand zum Beispiel Verlustängste? Sei es jetzt, dass er Angst hat, eine Person zu verlieren oder ein Objekt. Weil er sich mit dem, zu dem er die Beziehung hatte, identifiziert. Das ist so ein Teil von ihm geworden, dass wenn dieser Teil ihm entrissen wird, durch eigene Schuld oder Fremdverschulden, das ist egal. In dem Maße, in dem er angehaftet hat, kommt die extreme Reaktion. Es ist also das sich identifizieren mit dem Körper und mit den Sinnesorganen, meine Lieben. Es ist das sich identifizieren mit dem, was man sieht, hört, fühlt, schmeckt, tastet und denkt. Und je intensiver man sich damit identifiziert, zum Beispiel auch mit dem Denken, wenn einer eine gewisse Lebensphilosophie hat, lebte nach der ganz gut, hatte irgendwo gelernt, in der Schule oder sonst was. Und nun sieht er plötzlich diese Philosophie, mit der er sich identifiziert hat. Bleiben wir mal nur beim Denken. Das ist ja auch ein etwas, was man mit dem Körperorgan, also mit dem Gehirn sozusagen vollzieht. Jetzt kommt ihm die Einsicht, das war völlig falsch. Zum Beispiel, er hat die ganze Zeit gedacht und war ganz glücklich dabei. Diese oder jene Person hat dies und das getan, wofür sie verurteilt wurde und kam dann ins Gefängnis. Und dann war er ganz glücklich dabei. Er hat gesagt, jawohl, das geschieht ihr recht. So. Jetzt plötzlich, und er hat sich auch noch eingesetzt dafür, dass sie ins Gefängnis kommt, die Person. Nun sitzt die Person im Gefängnis und plötzlich stellt sich raus, das war eine ganz andere. Da mag in so einem Menschen auch eine Angst entstehen, ein Schuldgefühl und so weiter. Es hat, meine Lieben, immer zu tun mit der Identifizierung des Anatta, des Nicht-Selbstes, dessen, woran wir uns klammern. Jede Verhaltensstörung entsteht aus einer übertriebenen Identifizierung mit dem Körper und seinen Organen. Und wenn man das tut, identifiziert man sich automatisch mit etwas, was der Vergänglichkeit, was dem Zerfall unterliegt. Und schon schwelt unterbewusst, unbewusst die Verlustangst schon mal. Die übertüncht man nun mit den Lügenmedien oder man geht ins Kino oder macht dies, macht das. Und für eine Weile verdrängt man diese Angst vor dem Tode. Ich habe immer gesagt, meine Lieben, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Philosophie, Religion sind nichts weiter als verdrängte Todesangst. Man hofft, dass man irgendwie weiterlebt, weiß aber gar nicht genau wie, weil einem eben die Lehre fehlt, weil man sich, und das wird ja alles im Buch des Lichts erklärt, meine Lieben, man hofft, dass man irgendwie weiterlebt und man schiebt das raus und sagt, ich komme in den Himmel, nicht wahr? Aber wenn dann der Moment kommt, wo dir das entrissen wird, mit dem du dich identifiziert hast, dann ist das große Jammern da, meine Lieben. Und ich kann es bezeugen, ich bin in vielen Hospizen gesessen und habe den Sterbenden die Hand gehalten, sei es in Los Angeles oder hier in Deutschland. Wenn ein Mensch, der viele vergangene Leben lang sich sehr mit dem Körper identifiziert hat, sehr körpermotivierte Aktionen vollzogen hat, der wird mit diesem Anhaftungszustand geboren. Nun einigen Therapeuten das nicht gefallen mag, weil sie sagen, nein, es gibt nur ein Leben, auch für die haben wir eine Erklärung. Dann hat die Anhaftung eben von Geburt an, vielleicht durch Erziehung und alles, wurde bereits vollzogen. Man hat dem Kind materielle Werte vor Augen gehalten und hat gesagt, das musst du werden, haben, sein, können. Und das Kind hat sich total fokussiert auf diese körperliche Existenz. So musst du aussehen, das musst du sein, das wirst du haben und dann, ja. Und tief drinnen baut sich eine andere Erkenntnis in dem Kind auf, die dann oft in Panikattacken und Angstsituationen explodiert. Was für eine Erkenntnis ist das? Es ist ein Verlustdenken. Es wird mir doch sowieso wieder entrissen. Und das Kind denkt völlig logisch und dann auch der Erwachsene völlig recht. Das wird dir entzogen. Das wird dir entrissen. Das geht kaputt. Verzweifelt klammert nun der Mensch noch mehr an das, was ihm da entrissen wird. Also, und wenn er im Krankenbett liegt und die Maden brechen schon durch seine Schädeldecke, dann sagen die, dann bitte, bitte, ich möchte doch ein bisschen weiterleben. Nur ein bisschen noch. Wenn so ein Mensch stirbt, meine Lieben, dann wird er mit einer, wenn wir jetzt mal vom Wiedergeburtsfaktor ausgehen, dann wird er mit so einer Angst bereits schon geboren. Der ist praktisch ein vorprogrammiertes Opfer von Panikattacken, von Angst. Dem kannst du nicht damit kommen und sagen, wir gehen jetzt mal dahin, wo du Angst hast und dann klappt das schon. So läuft das nicht. Wie wäre eine, oder wie ist, laut Buch des Lichts, die wirklich einzige Möglichkeit, so einen Menschen von seinem Problem zu befreien, von seiner Angst, von seinen Panikattacken, von seiner Verlustangst und so weiter und so weiter? Zunächst einmal muss er überhaupt wissen und mit der Anatallehre befasst sein, dass er gar nicht dieses Vergängliche ist, von dem er Angst hat, dass er es verliert. Das heißt, wir verursachen in einem solchen Menschen als erstes eine gewisse Distanz zu dem, was da Angst hat. Was Angst hat, ist nicht der Körper selbst übrigens, braucht ihr nicht denken. Es ist der Teil der Wesenheit, der sich mit dem Körper identifiziert. Das ist ein großer Unterschied, meine Lieben. Wir alle haben von der verbotenen Frucht gekostet, sozusagen. Und jetzt stecken wir drin. Und wir genießen es und es ist schön. Aber als je schöner wir es empfinden, umso genauso parallel, uns noch unbemerkbar, baut sich das Fundament der Angst auf. Denn es sagt uns im Hinterkopf, du wirst sterben. Tiefer stürzt sich der Mensch verzweifelt in das rein, was ihm doch genommen wird. Er isst mehr, er trinkt mehr, er hat mehr Sex, er hat mehr dies und das. Und je mehr er dies tut, umso mehr kommt die warnende Stimme, es wird dir wieder genommen. Das ist die Ursache für alle Verlustängste, meine Lieben. Gerade die größte Liebe hat oft zu tun mit der größten Anhaftung, sei es an Personen und Dingen. Und dann ist man schon in der Falle, meine Lieben. Das heißt, wir müssen eine Distanz wahren zwischen uns, eine gewisse gesunde Distanz zwischen uns und dem, in dem wir uns bewegen, den Körper. Es gibt Menschen, die sind völlig abhängig von ihrem Auto, die identifizieren sich mit ihrem Auto. Wenn ein kleiner Kratzer ist, dann bringen die sich um. Ja, nur als Beispiel. Hat alles zu tun mit dem Anhaftungsmomentum, meine Lieben. Wir müssen eine gewisse Distanz wahren. Und das geht nur, das kann überhaupt nur jemand, wenn der einem anderen helfen will, indem er sich mit der Lehre des Buchs des Lichts befasst hat und mit Meditation. Denn in der Meditation kommt der Loslösungsvorgang nach einigen Schwierigkeiten, das gebe ich zu, kommt dann der Loslösungsvorgang. Der Mensch erkennt immer mehr, ich bin ja das gar nicht, von dem ich mich gerade löse. Und ich bin trotzdem noch da. Während ich doch vorher dachte, ich bin das und wenn mir das entrissen wird, was ist dann? Dann bin ich weg. Einer, der so denkt, denkt zum Teil völlig logisch richtig natürlich. Denn der Teil von ihm, der sich identifiziert mit dem Körper, der erfährt ja das Sterben, der erfährt ja den Schmerz, der erfährt das ja. Wir müssen also eine Distanz schaffen zwischen Atta und Anatta, zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Jede Art von Krankheit, egal welche, hat immer als Ursache ein extremes Anhaften an dem, was der Veränderung unterliegt. Spätestens bemerkbar in der Todesangst oder in der Trauer der Hinterbliebenen. Ja, sage ich immer, da hatten die Inder es besser. Viele von denen haben weiß getragen und haben eine Party gefeiert. Warum? Na, weil sie gewusst haben, der ist endlich aus diesem Kreuz, das er auf sich geladen hat, aus diesem Fleisch, aus diesem Körper befreit und kann in höheren Ebenen jetzt genießen. Ja? Darum haben die... Das ist eigentlich der wahre, sagen wir mal, die Ursache oder der Ursprung, den wir finden, also bei einer, wenn jemand stirbt, im Leichenschmaus, Leichenfeier. Das ist eine Party. Und alle sind glücklich und freuen sich. Nur die sind unglücklich und freuen sich nicht, die sich eben mit dem Körper identifizieren. Und bei jeder Beerdigung, bei der sie sind, wächst ihre eigene Angst, ihre Verlustangst. Die Panikattacken kommen früher oder später. Midlife-Crisis und wie man es nennen mag, meine Lieben. Das Erste, was die Therapeuten tun sollten, ist, sich mit der Lehre des Buchs des Lichts zu befassen und das Büchlein Seelenatemmeditation zu lesen. Und das Erste, was sie ihren Patienten beibringen sollten, ist, du bist nicht dieser Körper. Du hast dich nur so sehr damit identifiziert, dass die Veränderung des Körpers oder die gefürchtete oder erwartete oder zukünftige Veränderung, die sowieso kommen wird, dass mit dieser Veränderung du selber kaputt gehst, weg bist, gar nicht mehr existierst. Da mag man wohl verstehen, wenn einer sich mit dem Körper identifiziert, dass er jede Sekunde Angst vor dem Tod hat. Meine Lieben, was glaubt ihr, warum die Lügenmedien so viel Abwechslung uns bringen? Eigentlich, damit sie uns noch besser ausbeuten können und dann zur Verdrängung der Todesangst, zur zeitweiligen Verdrängung, ja? Damit wir schön noch produzieren und immer noch schön Geld machen, damit die da oben immer dicker und fetter werden und die anderen immer mehr Hunger leiden. Das ist jetzt mal nur eine Seitenbemerkung von mir, ja? Das Erste, was der Therapeut also sagt, sollte, du bist nicht dieser Körper. Jetzt wird der Patient sagen, ja, aber natürlich, hier, das ist doch... Da muss der Therapeut dann sagen, was du als entstehend und vergehend wahrnimmst, das kannst du doch gar nicht sein, sonst würdest du es gar nicht wahrnehmen. Der Therapeut muss Beispiele bringen, wie sie in der Lehre gebracht werden. Er muss sich mit der Lehre befassen. Simple Beispiele. Er sollte als erstes mal das Buch des Lichts für Kinder lesen. Das sind nur ein paar Seiten. Extra absichtlich so ein kleines Büchlein, denn wir wollen die Kinder nicht überfrachten und wir wollen auch unsere Therapeuten nicht überfrachten. Wenn ein Mensch, ich sitze in einem Café, trinke einen Kaffee, einer kommt von rechts in mein Blickfeld, geht an mir vorbei und links entschwindet er meinem Blick. Bin ich das? Da geht er wohl gar nicht. Da würde ich ja auch entschwinden, wenn der entschwindet. Das heißt, das bin ich nicht. Ich habe es nur wahrgenommen. In gleicher Weise geschieht auch das mit dem Körper. Wenn ich einem 30-Jährigen, der eine Panikattacke hat, sage, sag mal, du warst doch mal ein Baby und jetzt bist du das und dann wirst du älter sein, da willst du mir doch nicht sagen, dass du das wirklich bist. Wenn du das wärst, hättest du keine Panikattacken. Wenn du das wärst, hättest du keine Probleme, keine Verlustangst. Denn wenn du das bist, was entsteht und vergeht, dann ist das dir so natürlich wie aufs Klo gehen. Dann kannst du, wenn der Tod kommt, sagst du, Entschuldigung, wir sterben, tschüss. Also daran siehst du doch schon, dass du dich aus Unwissenheit, und das betrifft fast alle Menschen in der Welt, alle Wesen, fast alle, dass du dich auch Unwissenheit identifizierst mit etwas, das du wahrnimmst als vergänglich und das dir wieder entrissen wird, früher oder später. Das heißt, meine Lieben, wir müssen zu dieser, und liebe Therapeutin, wir müssen eine Trennlinie ziehen zwischen der Wesenheit und dem, woran sie sich klammert und womit sie sich identifiziert. Dies ist natürlich ein Vorgang, das ist nicht etwas, das in einer Stunde funktioniert oder in einem Tag. Denn es kommt ja immer wieder die alte Einstellung und Angst. Oh, ich habe Angst. Ja, warum habe ich Angst? Na, weil du noch nicht die richtige Erkenntnis hattest von dem, was du essentiell nicht bist. Du bist kein Mann, du bist keine Frau, du bist kein Kind, du bist kein dies, du bist kein das. Das sind nur Zustände, mit denen du dich identifizierst. Und damit nun der Patient erfährt, dass er auch ohne diese Zustände ist, darum geht's ja. Dass ihm also nichts Essentielles weggenommen wird, sondern nur etwas, mit dem er sich identifiziert hat, dazu dient als empirischer Beweis die Meditation. In dieser löst er sich von allem und ist immer noch da. Wie das ist, man mache sich ans Werk. Meine Lieben, wenn ihr jetzt Panikattacken fühlt, dann ist das nicht euer Körper. Glaubt das nicht für einen Augenblick. Es ist der Teil eurer wahren, zeitlos ewigen Essenz, eurer Monade, wie wir es nennen. Das wahre Du, welche sich mit dem Vergänglichen identifiziert und dann leidet. Das ist so, als hättest du ein Kleid, das zu eng ist oder ein Kleid, das zu weit ist. Du sagst, und du leidest darunter, nicht wissen. Vielleicht hast du, nehmen wir mal an in dem Vergleich, du hast vergessen, dass du denkst, du bist das alles mit Kleid. Und jetzt kommt das Buch des Lichts und sagt dir, du bist nicht das Kleid, du hast nur ein Kleid. Du bist nicht der Körper, du hast nur einen Körper. Nun fragt sich natürlich der Mensch, wenn er logisch weiterdenkt, und auch der Patient könnte das fragen, ja, wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich überhaupt den habe? Und meine Lieben, merkt ihr etwas? Eine Frage führt zur nächsten. Und darum ist es dem Patienten selbst angesagt, sich mit der Lehre zu befassen. Gerade der Patient, dem sollte man das Buch des Lichts in die Hand drücken oder die Botschaft des wahren Gottes Nirvana oder Seelenatemmeditation, zum Beispiel Seelenatemmeditation. Das wäre der erste Schritt durch die Lehre zur Loslösung von dem zu kommen, mit dem man sich bisher fälschlicherweise identifiziert hat. Und dann verschwinden auch die Panikattacken, dann verschwindet auch die Angst. Ehre sei dem Buch des Lichts.